Der deutsche Startläufer Erik Lesser läuft das Quartett an die Spitze. Der zweite Mann, Benedikt Doll, ist am Ende Dritter, aber nur 5 Sekunden hinter der Führung. Arndt Peiffer verbessert sich auf Rang 2, 17 Sekunden hinter Norwegen. Simon Schemp holt auf. In der Höhe Südtirols beim letzten Schießen zeitgleich mit Norwegen. Die Entscheidung im Zielsprint auf der Ziellinie. 0,1 Sekunden sind die deutschen Männer schneller. Der erste Staffelsieg seit knapp 2 Jahren von Norwegen und Russland. Massenstart der Damen. Laura Dahlmeier führt komfortabel 2 Strafrunden beim letzten Schießen und die Konkurrenz bekommt eine Chance. Allen voran die nachgerückte Teamkollegin Nadine Horchler, die fehlerfrei schießt. Sich an die Tschechin Kukalova hängt auf der Schlussrunde. Dahlmeier holt 16 Sekunden Rückstand auf. Horchler kann sich kurz vor dem Ziel absetzen und gewinnt ihr erstes Weltcuprennen der Karriere. Zweite wird Laura Dahlmeier, ein deutscher Doppelsieg also. Die deutsche Vorzeige-Skifahrerin Viktoria Rebensburg kommt 2 Wochen vor der WM immer besser in Form. In Garmisch-Partenkirchen auf der traditionsreichen Kandahar setzt sie mit Startnummer 1 die Bestzeit. Auf der technisch anspruchsvollen Strecke reicht es so wie im Vorjahr zu Platz 3. Die Schweizerin gut einen Tick schneller als Zweite. Lindsey Vonn gewinnt ihr 77. Weltcuprennen. Es ist das 2. nach ihrem Oberarmbruch und ein sensationelles Comeback der amerikanischen Speed Queen.